Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Reihe Klassikerliebe, in der ich über Spiele spreche, die im Prinzip jeder eigentlich kennt, jeder vielleicht schon mal besessen hat, gespielt hat und wo ich jetzt halt sehe, wenn ich auf Flohmärkten unterwegs bin oder halt irgendwie bei Facebook-Gruppen, die irgendwas verkaufen, wo ich vermehrt sehe, dass dieses Spiel auf dem Verkaufsstapel liegt. Aber ein Spiel ist, wo da eigentlich, das darf man nicht verkaufen, weil das gehört in jedes Regal. Und klassisch, ganz klassisch, das Syndrom halt hat, man hat es wahrscheinlich früher mal bis zum Erbrechen gespielt und seitdem liegt es im Regal. Und wenn das so über die Jahre im Regal liegt und man sieht es immer wieder und denkt dann so, ah ja, heute nicht, ja. Und nach ein paar Jahren denkt man dann, das ist so eine Einbildung, die man sich selber macht, ich müsste das Regal ausputzen, das habe ich schon seit 7 Jahren nicht mehr gespielt, das muss weg, das ist Dreck. Und das ist Blödsinn. Ihr müsst diese Spiele, die viel Bedeutung haben, halt mal wieder auf den Tisch bringen. Das ist eigentlich ganz einfach. Bevor man ein Spiel verkauft, das unter diese Kategorie fällt, muss es nochmal gespielt werden. Und da muss man halt Gottverdammt nochmal seine Spielegruppe dazu zwingen, dieses Spiel nochmal mit einem zu spielen. Und ich habe ja letztes Mal Village besprochen, das ist auch so ein Spiel, ist, das oft auf solchen Verkaufsstapeln ist. Und die Rede von heute ist von einem Spiel, das. Moment, ich muss das mal suchen. Das habe ich selber auch schon. Ich habe es jetzt irgendwie verlegt. Ah ja, okay, hier unten. Ah, da ist es ja. Ah, hier. Mal wieder rausgekramt. Ne? Also, die Rede ist von Race for the Galaxy. Das ist ein Spiel von 2007, meines Wissens, in der Grundversion. Das hat damals eine, sagen wir mal, Revolution eingeläutet. Jeder hat es rauf und runter gespielt. Erst die englische Fassung und dann kam die deutsche dann raus von Abacus damals, nicht von Pegasus wie die Neuauflage. Und das war einfach der heiße Scheiß. Ja. Und alle Leute, die jetzt heute so Flügelschlag spielen und so tun, wie wenn das die Spielmechanik erfunden hätte und ein großer Weitwurf ist, das hat dieses hier, dieses Spiel, das schon 14 Jahre alt ist, alles schon gemacht und erfunden und so. Ja? Und auch nicht unbedingt dieses Dominion-Gedöns oder so. Ich rede hier von Race for the Galaxy, einem Deckbuilder, einem Engine-Builder, der einfach alles, das was geil ist an solchen Spielen wie von mir aus Flügelschlag vereint, aber halt Science-Fiction-Setting, aber halt viel Ikonografie, die man lernen muss, womit viele Leute Schwierigkeiten haben. Also ich lese immer ganz oft, das ist ein Spiel, wenn man das jemand beibringen will oder auf Messen beibringen will oder so, höchster Schwierigkeitsgrad. Dabei ist das Spiel an sich nicht schwer, aber zum Beibringen und zum Vermitteln, man muss im Prinzip ein paar Vokabeln lernen, sagt man mal so, also durch Symbole. Deswegen ist es die Leute, die die Hürde geschafft haben, sagen wir mal, das Spiel zu lernen, die wissen, was sie da haben, das ist super. Und ich kann dann schon verstehen, dass wenn man eigentlich mit dem Thema Science Fiction, Weltraum und Hegemonie und sowas nichts zu tun hat, dass man dann schon ausweicht zu Vögeln, die Eier legen oder puerto-ricanischen Tabakrollmechanismen oder so. Voll okay, ja. Aber man kann dieses Spiel doch nicht verkaufen. Ja? Also das muss im Regal bleiben. Und wieso das so sein muss, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und ein Wort noch dazu. Ich kann auch verstehen, dass nachdem so, sage ich mal, der Nachfolger, nennen wir es mal so, rausgekommen ist, nämlich Roll for the Galaxy, wo das ganze Thema in einen Würfelmechanismus reinprescht und ein bisschen einfacher zu erklären wird vielleicht und umgänglicher wird. Ich habe das Gefühl, es wird mehr das gespielt, man sieht mehr das auf den Tischen. Und der dritte Nachfolger, das eigentliche Urspiel eigentlich sozusagen, nämlich das Puerto Rico mit Race for the Galaxy Thema. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich habe es ja auch schon mal besprochen. Ich hatte das Spiel auch mal. Ich fand es cool, aber es war eigentlich sinnlos, dieses Spiel zu haben. Deswegen habe ich es nicht mehr, aber es war gut. Dann spiele ich doch lieber den Klassiker oder das hier. Verdammt, wie hießen das? New Frontiers oder so. Genau, das so hieß es. Das macht das Ganze noch einfacher zu erklären. Oder am allereinfachsten ist die Dummy-Variante, nämlich Jump Drive heißt es, glaube ich. Das bringt das Spiel dann auf normal Niedrigniveau hinunter. Aber wir reden hier. Heute soll es über Klassiker aus 2007 gehen, Race for the Galaxy. Erinnert euch an dieses Spiel, wie klasse das war, warum es klasse war und wenn ihr es noch nicht kennt und ihr seid Brettspieler und ihr seid echt interessiert an dem Hobby und ihr kennt dieses Spiel nicht, dann Schande, Schande, Schande über euch. Schauen wir uns mal an.
Also man ist hier Anführer der menschlichen Diaspora, also die, wo halt den Planeten verlassen haben und draußen in den Weltraum, also die den legendären blauen Planeten schon lange hinter sich gelassen haben, sagen wir mal so, um jenseits der Sterne zu reisen. Ja? So wird es beschrieben. Und während du Einfluss auf andere Planetensysteme ausbaust, beginnst du halt ein eigenes galaktisches Imperium aufzubauen, anhand von Karten, die du vor dir auslegst, nämlich in der Summe von 12. Und Mitspreiter, rivalisierende menschliche Fraktionen sozusagen oder alte außerirdische Zivilisationen oder Monsterplaneten oder so stellen sich dir da halt in den Weg. Und das ist dann ein Rennen um die interstellare Vorherrschaft. Ne? Und das Ganze halt durch einen Karten-Engine-Builder-Mechanismus. Und was ich meinte mit schwer zugänglich und eine hohe Lernhürde, da gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Los geht's. Also die Spieler beginnen praktisch das Spiel mit einer kleinen Hand von Karten und einem Startplaneten. In diesem Fall jetzt mal Alpha Centauri, ne? Die Spieler wählen gleichzeitig eine von fünf möglichen Aktionen aus. Wie zum Beispiel hier, Besiedlung von Planeten oder den Bau von Entwicklungsanlagen. Oder also Infrastruktur, ne? Oder Produktion von Handelsgütern oder so. Ne? Und die Aktion, die ihr auswählt, die gilt auch für eure Mitspieler. Wenn ich siedeln mache, dann dürfen alle anderen Mitspieler auch siedeln. Aber ich bekomme praktisch, weil ich die Aktion selber ausgewählt habe, noch so einen Bonus dafür für die Aktion. Ne? Also jemand, der Puerto Rico gespielt hat oder andere Spieler, die mit solchen Mechanismen funktionieren, kennt das. Ja? Und jeder andere spielt halt die gleiche Aktion, siedeln auch, aber ohne den Bonus. Ne? Karten aus meiner Hand können also entweder in mein Tableau hier gelegt werden, also die Leiste da vor mir im Prinzip, muss man sich vorstellen, um meine Engine hier zu bauen. Oder man kann einfach irgendwelche Karten sagen und die rückseitig so als Währung abwerfen. Die Rebellenbergleute wäre schon cool, ja, aber ich brauche die jetzt gerade nicht. Ich schmeiße die Karte ab und sage, das ist eine Währung. Völlig egal, was das da drauf ist. Ne? Und damit bezahlt man halt für andere Aktionen, wie wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal hier den Kometenschwarm, das ist ein kreisrundes Symbol, das heißt, das ist ein System oder ein Planet von mir aus. Wenn ich den mit der Aktion Nummer 3 Siedeln auslösen möchte, dann müsste ich den Preis zahlen, der da in dem Kreis steht, nämlich 3. Also müsste ich 1, 2 und die von gerade eben 3 abwerfen, um diese Karte zu siedeln und zu bauen und sie neben Alpha Centauri hinzulegen, wo sie dann Teil meines Systems wird. Klar. Und Race for the Galaxy erreicht dann praktisch seinen Höhepunkt, wenn das Spielende schon praktisch absehbar ist, weil man sieht, bei irgendeinem Spieler liegen hier schon fast 12 Karten nebeneinander. Das können sein, diese Planeten, die Kreisrunden oder halt Entwicklungen mit so einer Raute drauf. Und wenn da so 10, 11 langsam wohl liegen, weißt du, oh shit, das ist gleich aus, ich muss jetzt unbedingt noch gucken, dass das bei mir läuft. Und du machst hier praktisch eine Maschinerie von Karten, die sich gegenseitig ergänzen, wo es immer Klick macht und man immer Vorteile rausholt durch, hatte die Engine halt, ne? Dass die halt richtig läuft und funktioniert. Und falls jemand dann die 12. Karte irgendwo hinlegt, dann ist das Spiel auch aus. So, und allein schon, dass man hier diese Übersicht hier, Vorder- und Rückseite, ne, eigentlich braucht, um das Spiel zu lernen, zeigt schon, wie komplex das eigentlich sein kann. Weil diese ganzen Symbole, die da auf diesen Karten da drauf sind, ist es eine Raute? Oder ist es dieses Auge? Ist es ein Kreis? Ist der Kreis rot? Steht da eine Plus drin oder eine Minus drin? Oder ist es hier bei der römischen 5 da unten irgend so eine Karte? Ist die braun oder ist die blau? Ist die gelb? Oh je, und was heißt das? Das ist halt, das erfordert die Leute, dass die das Ganze mal lernen, was das bedeutet. Ja? Und wie schon erwähnt, diese ganzen Phasen, die man da durchspielt, 1 bis 5 gibt es ja, wobei Phase 4 noch ganz komplex in Handeln und Verbrauchen unterteilt ist. Das ist schon ein bisschen schwierig, den Leuten beizubringen, weil du hast ja eigentlich diese Karten auf der Hand. Eine Runde beginnt tatsächlich, dass jeder hat immer diese Karten, diese 1 bis 5er Karten und legt dann verdeckt hin, was er diese Runde machen will. Dann macht der rote Spieler das, der gelbe Spieler und dann wird aufgedeckt. Ne? Und dann werden halt alle Phasen 1 bis 5 durchgearbeitet, die halt jetzt in diesem Stapel vorkommen. Wenn niemand die Phase 2 gespielt hat, dann wird die auch gar nicht gemacht. Da kannst du dann praktisch
darauf verzichten, das zu planen. Und du musst deine Gegner kennenlernen und antizipieren, was die wahrscheinlich jetzt hinlegen, damit du nicht das gleiche hinlegst, weil das bringt dir ja nichts. Die Phase wird ja eh gespielt, außer du bist scharf auf den Bonus und machst deswegen eine andere Aktion, die dir vielleicht auch was bringt. Was gibt es denn alles? Also es gibt erstens mal das Erkunden, ist ganz easy. Ich nehme mehr Karten auf die Hand. Ja. Ich starte ja mit meinen Handkarten und hier mit Erkunden darf ich zwei Karten ziehen vom Nachziehstapel. Da sind dann halt wieder irgendwelche coole Sachen dabei. Und ich darf nur eine Karte davon behalten. Und das Problem mit Race for the Galaxy ist, jede Karte, die ich bekomme, ist irgendwie geil, ich möchte die haben, ich möchte die bauen. Ja. Aber du musst ja die Karten auf deiner Hand auch abschmeißen, um sie als Währung zu verwenden. Deswegen muss man sich immer von liebgewonnenen Karten recht schnell trennen. Hier habe ich zum Beispiel die neue Erde. Die ist 3 Siegpunkte wert am Ende vom Spiel. Die kostet mich 5, wenn ich sie baue. Sie ist eine braune Welt, kommen wir nachher dazu, aber ich kann schon mal verraten, die produziert braune Handelsgüter. Sie hat die Fähigkeit, in Phase 4 Handelsgüter irgendeiner Farbe, egal welche, die ich habe, in einen Siegpunkt umzuwandeln und darf auch noch eine Karte ziehen. Das ist so eine Hand, die um diese 1 da rumgegriffen ist. Und hier unten ist nochmal die Erinnerung, in Phase 5, sie produziert ein braunes Gut, aber das hätte man da oben auch rauslesen können aus dem Kreis, aber wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Wäre ich jetzt die Person, die die Phase 1 erkunden hat, auch gespielt hat, dann würde ich nicht die normale Aktion durchführen, sondern ich könnte Anspruch auf die Bonusaktion beanspruchen. Und zwar, erstmal ziehe ich eine Karte mehr und behalte eine Karte mehr. Also, wenn man mal vergleicht, ich ziehe dann 3 und behalte 2. Ich kann aber auch sagen, ich ziehe 5 Karten und behalte halt die eine. So dass ich, wenn ich auf der Suche nach einer ganz bestimmten Karte bin, weil ich weiß, die gibt es in dem Spiel oder so, und ich will diesen elendslangen großen Stapel, der ist übrigens mit lauter Erweiterung vollgestopft, deswegen ist er so hoch, da eine bestimmte Karte sucht, dann bringt es vielleicht was, dass ich 5 Karten ziehe und hoffe, da ist eine dabei, die ich haben will. Das ist Erkunden. Das macht man mal, wenn die Kartenhand leer ist. Entwickeln ist praktisch die Phase, wo man diese rautenförmigen Karten baut. Also das ist das Pendant zu dem, ich besiedle diesen neue Erdeplaneten, was ja Phase 3 ist, kommen wir gleich dazu, ist Phase 2. Ich entwickle etwas, hier in diesem Fall dieses Genlabor. Ja. Und wenn ich diese Aktion selber auswähle, dann bekomme ich den Bonus, dass die Entwicklungskosten um 1 reduziert sind. Also müsste ich, um diese Karte zu bauen, nicht zwei Karten abschmeißen von der Hand, sondern nur eine. Und dann könnte ich das Genlabor bauen, lege es da unten hin. Und dann hat es den Effekt, dass ich praktisch in der Phase 4, in der Verkaufsphase, verkaufen, ja, in der Handelsphase, so heißt die, praktisch grüne Karten, wenn ich grüne Karten verkaufe, bekomme ich eine Karte mehr auf die Hand als zum üblichen Preis. Und die Karte erinnert mich auch hier wieder dran, wow, dass sie, das ist cool, auf einer Windfallwelt, kommen auch noch dazu, also auf einem Planeten mit einer grünen Aura drumherum. Ich habe hier mal einen Vergleich, ja. Die neue Erde ist ja ein brauner Planet und Alpha Centauri ist ja ein weißer Planet mit einer braunen Aura drumherum. Das ist so eine sogenannte Windfallwelt. Eine Windfallwelt produziert automatisch ein Gut, wenn die Welt gebaut wird und auch nur dann, wenn ich Phase 5 produzieren der Fuzzi bin, der den Bonus hat. Oder halt so eine Karte wie gerade eben, dass da auf einer grünen Welt, allerdings nicht auf einer braunen, Windfallwelt gut produziert wird. Das muss alles passen, was ich da tue, damit es ineinander verzahnt ist. Also eine klassische Engine. Sonst hat es keinen Wert. Und drittens haben wir ja schon gesehen, siedeln, das heißt einfach runde Planeten, bezahle ich den Preis, der da drin steht, an Karten und dann darf ich die bauen. Und hier gibt es noch eine Besonderheit natürlich. Ich gucke mal, ob ich eine finde. Es gibt hier Militärplaneten. Das ist ein Rebellenaußenposten. Der ist jetzt rot umrandet und da steht eine 5 drin. Diese 5 heißt, das sind keine Kosten, die ich abschmeißen muss an Karten. Also ich kann da noch so viele Karten abschmeißen, wie ich will. Ich würde sie trotzdem nicht bekommen. Ich brauche eine militärische Stärke von mindestens 5. Und die habe ich nur, wenn ich irgendwelche Planeten irgendwann mal gebaut habe oder Karten gebaut habe, wo dieses Symbol drauf ist. In der Phase 3 plus 1 militärische Stärke gibt mir diese Karte, wenn ich sie habe. Und ich brauche praktisch jetzt noch 4 andere von dieser Karte oder Karten, wo generell eine rote plus 1, 2, 3 irgendwas draufsteht. Und in der Summe habe ich dann die militärische Stärke, um diesen Planeten einfach zu besiedeln, weil ich ihn erobere sozusagen. Ich muss dafür dann aber keine Karten abwerfen. Das ist ein Unterschied. So.
Und der Bonus, wenn ich jetzt die Person war, die Siedeln auch gespielt hat, ich bekomme am Ende der Siedlungsphase, darf ich eine Karte auf die Hand ziehen, was natürlich bares Geld ist sozusagen. So, Handeln und Verbrauchen ist ein bisschen kompliziert. Sagen wir mal, da müssen wir, das stellen wir jetzt mal zurück, ja? Weil wir nämlich vorher das Thema Produzieren verstanden haben müssen. Ich habe ja schon gezeigt, es gibt ja zum Beispiel die neue Erde, die ist braun. Und wenn die hier so liegt, meine neue Erde, die produziert in der Phase 5, falls ich die auslöse oder falls irgendjemand die auslöst, sag mal so, produziert die in Gut. Und in Gut produzieren heißt einfach, ich nehme eine Karte vom Nachziehstapel, guck mir die Rückseite nicht an, weil die geht mich nichts an. Es ist nämlich jetzt ein braunes Gut. Stellt euch vor, das ist ein braunes Gut. Und das legt man unter die Karte. Es gibt da Leute, die legen es oben drauf, aber steht da nicht so persönlich nicht drauf. Und jetzt heißt es, dieser Planet hat ein braunes Gut produziert, das jetzt dahinter liegt. Braune Güter, ich habe es vergessen, das sind also seltene Elemente. Hier ist eine Übersicht. Also blau sind Luxusartikel, 4 ist Gene, grün ist Gene, meine 5 ist Alientechnologie, sehr selten. Und 3 sind seltene Elemente, die haben einen verschiedenen Wert, nämlich in dem seltene Elemente wären 3. Und 3 Karten dürfte ich mir dafür nehmen, wenn ich diese Karte verkaufe. Ja. Also hat die neue Erde jetzt Güter produziert, seltene Elemente, die den Wert 3 haben. Ganz normal. Ich brauche aber, um so eine Verkaufsaktion zu machen, auch einen Planeten oder ein System oder eine Technologie oder irgendwas, das diese Fähigkeit auch anbietet. Nämlich hier die Erde selber, die bietet an, dass ich irgendein Gut, einer dieser 4 Farben, die es gibt, verchecken kann und ich bekomme dafür einen Siegpunkt. Das sind diese Symbole, die diese Form haben. Ja. Und ich darf eine Karte ziehen. Das ist aber die Verbrauchengeschichte. Verbrauchen heißt in dem Spiel, verbrauch den Shit und du bekommst Siegpunkte dafür. Nehme ich in dem Fall 1 und eine Karte. Ich könnte aber auch die Karte handeln. Und zwar, wenn ich die Person bin, die die Aktion 4 auswählt, also oder dieses Dollar-Symbol. Guck mal, was draufsteht auf der Karte. Hier ist es, genau. Das ist die Phasenauswahlkarte. Da steht drauf, wenn ich die 4er-Person bin und möchte handeln machen, dann bekomme ich so viele Karten auf die Hand, wie die Farbe des Gutes entspricht. In dem Fall, ein braunes Gut würde mir 3 Karten geben. Da mache ich praktisch so eine Dollar-Geschichte draus. Wenn ich jetzt noch Planeten hätte, die das ganze Thema pimpen und ein bisschen verbessern, zum Beispiel hier vorhin das Genlabor, ja, das zeigt mir in diesem Dollar-Ding grüne Karten. Wenn ich grüne Karten verkaufe, dann bekomme ich noch eine Karte extra auf die Hand zum Beispiel. Die würden sich gegenseitig ergänzen, aber es ist halt ein braunes Gut und kein grünes Gut. Aber es gibt natürlich auch solche Karten für braune Güter irgendwo, ne? Hier zum Beispiel Handelsaußenposten, wenn ich den gebaut hätte, dann wäre hier in dieser Phase, ich bekomme, egal was ich verkaufe, bekomme ich 2 Karten mehr. Und so ein System, das nur eins kostet, einen Siegpunkt bringt am Ende vom Spiel, verstopft mir praktisch mal meine Leiste ein bisschen, weil so geil ist die Karte nicht. Aber die Fähigkeit, dass ich 2 Karten ziehe beim Verkaufen, ist schon recht fett. Wenn ich die früh baue, bekomme ich da viel Zeug. Das ist die Handelsfähigkeit, dass ich Karten verkaufe, in Bargeld umwandle oder halt die Verbrauchenfähigkeit, ganz klassisch, ich mache da Siegpunkte draus. Und wenn ich jetzt praktisch jemand bin, der die Aktion Verbrauchen, also 4, wo ist sie denn? Ich suche sie mal, Moment mal, in meinem Sauhaufen hier, das ist alles ein bisschen durcheinander jetzt gekommen. Da, 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 eine Sekunde hier. Ich kann die Aktion 4 aber auch anstelle mit Dollarzeichen als Verbrauchen spielen und ich würde dann die Siegpunkte, die ich bekomme, einfach verdoppeln. Ne? Und wir sehen ja hier, die neue Erde erlaubt mir in Phase 4 einen Siegpunkt und eine Kantkarte zu nehmen. Und mit der Karte, wenn ich die gespielt habe und sage, ich möchte Phase 4 mal 2 spielen, dann verdoppel ich diese Siegpunkte, die ich hier bekomme. Und nehme mir praktisch aus dem Siegpunktevorrat hier einen entsprechenden Marker, 2 Siegpunkte und die lege ich da irgendwo hin in mein Imperium und damit habe ich Siegpunkte gemacht. Das sind die 5 Phasen, die es gibt. Eigentlich nicht so schwer, aber man muss diese ganzen Symbole, die es halt hier gibt, alle mal lernen. Ich habe ja gesagt, militärische Stärke, Kosten für Weltenverringerung, Entwicklungskarten, ziehe eine Karte mehr, weil da so eine Hand drumherum ist. Das Auge sagt, guck 2 Karten mehr an. Ja, ist ja echt klar, ein Auge guckt. Also man kann diese Symbole schon irgendwie lernen. Handeln ist halt der schwierige Teil, den die meisten Leute nicht kapieren, weil es schwer zu kapieren ist. Und produzieren ist klar, du hast einen Planeten, der hat eine Farbe und du legst ein Gut dahinter, halt maximal eines. Und es gibt ja
Es gibt ja graue Planeten, die haben kein Gut. Ne? Eine sterbende Welt, die hat natürlich kein Gut. Aber du könntest eine Karte abschmeißen, um die Besiedlungskosten auf null runterzusetzen. Ne? Manchmal, wenn sie merken, dass die Ikonografie nicht so unbedingt selbsterklärend ist, drucken sie sogar da unten dann noch einen erklärenden Text hin. Ne? Wenn du diese Karte aus deiner Auslage abwirfst, also die muss gebaut worden sein für irgendwann mal eins, ja, darfst du. Das ist übrigens eine Startwelt für den eventuellen achten Spieler, falls man mit so vielen Leuten spielt. Darfst du eine normale Welt für Kosten 0 besiedeln und ausspielen? Und es gilt halt nicht für Alien-Welten, gelbe Welten. Das kann geil sein. Ja? Du kriegst eine -1 Siegpunktkarte aus deinem Deck wieder weg, nicht aus deinem Deck, aus deiner Auslage weg. Und dafür kriegst du kostenlos einen anderen Planeten, wie zum Beispiel die Ausflugswelt. Und hier kann man sehen, das ist so ein ganz schrecklicher Urlaubsplanet mit lauter Touristen, die da in so einem Sandding da liegen und auch mit Glas drumherum. Der hat halt den Vorteil, ich bekomme hier beim Verkaufen von Gütern fucking 3 Siegpunkte. Wenn ich jetzt noch die verdoppeln an Siegpunkte-Karte drauf spiele, dann mache ich 6 Siegpunkte. Das ist viel. Hier ist eine Alienwelt, da wird auch dieser Name, wenn er drauf ist, farbig hervorgehoben, weil andere Karten können sich auf das Thema Alien beziehen. Deswegen be macht man hier das Farb. Es gibt auch das Wort Imperium, das ist dann lila. Es gibt das Wort Rebellen, das ist rot. Und da gibt es halt Zusammenhänge. Der Planet kann sonst nichts, aber der macht unfassbare 3 Siegpunkte am Ende vom Spiel. Und es ist eine Alien-Windfallwelt und Alien-Güter ist ja das höchste Gut, das man haben kann, nämlich Alien-Technologie. Du würdest 5 Karten dafür bekommen, wenn du die verkaufst. Ist natürlich wertvoll. Muss man erstmal haben. Landungsschiffe, das ist das, was ich meinte. Du baust es für 4 oder für 3, weil du Auslöser der Aktion warst und hast dann militärische Stärke plus 3. Genauso kann der pangalaktische Donnergurgler. Die pangalaktische Liga kann dir -1 militärische Stärke bescheren. Und das sind die sogenannten Sechser-Entwicklungskarten. Mehr als 6 wird eine Karte nie kosten. Und das ist eine, da ist nicht klar, wie viele Siegpunkte die gibt, weil das ist so eine Endspiel-Siegkarte. Du wirst die kaufen, um dann danach zu gucken. Am Ende vom Spiel bekommst du für jede grüne Gene-Welt, da würde das Wort Gene grün gedruckt worden sein, immer 2 Siegpunkte. Für die militärische Welt bekommst du 1 Siegpunkt und falls du den dummen Kontaktspezialisten hast, der ist öfters mal im Stapel drin, kriegst du 3 Siegpunkte. Und das sind so Siegpunktvermehrungskarten, die man, wenn man die viele hat und die greifen alle ineinander, dann macht es kling, kling, kling und dann kommen die Siegpunkte rein am Schluss. Ja, und das ist hier eine blaue Welt. Blaue Güter sind Luxusartikel, lese ich hier gerade. Und das sind die Aussteiger und du hast immer so passende Grafiken auf den Karten. Jeder, der Thief mag, wird jetzt hier ausflippen. Oh, guck mal, so Roboter mit Beinen. Geil, geil, geil. Das gab es hier 2007 alles schon, ja, auf diesen Karten. Wobei das vielleicht aus der Erweiterung ist. Nee, das scheint eine normale Karte zu sein. Die würde halt diese Güter, die sie selber produziert, aber auch umtauschen können in Verkaufsgüter und gibt dir eine Karte. Alles cool. Hier ist das erwähnte Galaktische Imperium. Du bekommst 2 Siegpunkte für jede militärische Rebellenwelt oder 1 Siegpunkt für jede andere militärische Welt. Und einfach immer die Symbole, die Symbole. Ist selber +4 wert für militärische Rebellenwelten. Fettes Zeug. Ja? Und wenn man das da früh baut im Spiel und man konzentriert sich dann drauf, solche Welten natürlich sich anzulachen durch die Suchaktion und Besiedlungsaktion, dann hat man da halt einen Multiplikator von viel. Und so spielt man dieses Spiel. Und das ist alles Basisspiel, was ich gerade erzähle. Also, das ist einfach nur, jeder baut für sich seine Karten dahin. Es gibt auch die Erweiterungen, die noch Eroberungen von Karten des Gegners erlauben oder Abreißen von Karten des gegnerischen Decks oder so. Das muss man aber alles nicht spielen. Das Basisspiel, das bietet so viel Freude durch die vielen Karten und die coolen Grafiken und die Story, die das Ganze erklärt, durch die Auslage, dass da eigentlich durch die Basisversion, also wenn man noch ein paar Decks dazu kauft, sage ich mal, damit man mehr Karten hat, schon viel, viel passiert. Und das ist Race for the Galaxy. Und wie gesagt, wenn man das den Leuten mal beigebracht hat und die bekommen dieses Zeug hier vor sich hinliegen und dürfen mal gucken, was das bedeutet, dann lernen die das schon. Ich persönlich fand aber schon immer unglücklich diese Kartenauswahlmechanismen, dass jeder die Karte hier, ich mach das da reinlegt und dann wird umgedreht. Das ist irgendwie mit der Zeit fummelig. Deswegen gab es da ein paar erfinderische Leute bei Boardgame Geek, die haben da mal das da gezeigt. Moment, ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen verhunzt. Sekunde, ich muss den mal wegtun. Ich habe hier kleine Magnettafeln. Das sind metallische Magnettafeln, da ist ein kleiner Magnet drauf und jeder hat die in der Hand und dann wählt er
die Aktion aus, die er gerne machen würde in der Runde, schiebt den Magneten da drauf und dann legt er das Ding dahin. Und dann drehen alle um und dann zeigt man das Symbol. Das ist irgendwie ein bisschen, das spielt sich flotter und intuitiver und so mit dem Hinschieben von dem Magnet, anstatt immer diese Karten da auszuwählen, hinzulegen. Das weiß nicht. Also das ist meine Geschmackssache. Ich habe das hier für jeden Spieler in Spielerfarbe, habe ich da so ein Magnettäfelchen und das könnt ihr jetzt nicht sehen oder spürt es halt auch nicht. Die wiegen brutal viel. Das ist hartes, dickes Metall aus dem Baumarkt. Ja. Das ist richtig, da hast du richtig was in der Hand. Ja. Das kann ich empfehlen. Wer das machen will, kann das auch tun. Außer dieses Ding hier, das ist so eine PVC-Plane zum Nachziehstapel, Abziehstapel legen. Das ist total sinnlos, aber ich fand es geil. Ich wollte es haben, deswegen habe ich es gemacht. Braucht ihr nicht. Und das ist halt auch so ein klassisches Spiel, das man eigentlich sleeved, weil man die Karten ja ständig in der Hand hat, durchmischt und hinlegt, drunter legt, wieder wegschiebt und so. Da war das dann ganz sinnig. Außerdem war das Spiel mal lange Zeit out of print. Da ist das für einen Hunderter über den Ladentisch gegangen. Deswegen war das mal eine wertvolle Investition. Mittlerweile gibt es das ja von Pegasus wieder ganz normal zu kaufen. Also Race for the Galaxy hat ein hohes Verhältnis von Tiefe zu Komplexität, würde ich mal sagen. Ne? Es hat nur wenig Komponenten, nämlich diese Karten, und wird durch die gleichzeitige Auswahl von Aktionen, mehrfach verwendbaren Karten und herausfordernden Handmanagement. Ja? Also ich habe super Karten, aber ich muss die jetzt leider abwerfen. Ich muss was bezahlen, obwohl ich sie gern behalten will. Ah, was mache ich und so. Das treibt einen an. Ne? Und ein Großteil des Spiels beruht so auf deiner Fähigkeit, die Züge deiner Gegner ein bisschen vorherzusehen und ihre Aktionen zu kopieren und Huckepack zu fahren sozusagen, ja, und selber dann was anderes zu machen und effizient in deine Gesamtstrategie einzubinden, geschwollen formuliert. Ne? Und Race for the Galaxy hält halt diese Balance zwischen knackigem taktischen und strategischen Entscheidungen sozusagen in einem Spiel, das in einem Wort elegant ist, ja, weil das einfach, wenn es läuft und alle haben kapiert, wie es funktioniert und vielleicht haben sie das gleiche Niveau, sage ich mal, das ist das ein Genuss, das ist so super, wenn es dann alles ineinander läuft und hast dann ebenbürtige Gegner, die arbeiten auch da zusammen und du musst gucken, oh ja, 10 Karten hat er schon, ich muss mal Gas geben und jetzt kommt, bum, bum, oh, wenn ich das gewusst hätte, dass du jetzt Verbrauchen als Aktion nimmst, verdammt, dann hätte ich in der vorherigen Runde, so wird es dann die ganze Zeit laufen und gehen wir mal die Positivpunkte von diesem Spiel durch, die heute immer noch gültig sind. Wenig bis gar keine Downtime. Ja? Weil du bist ja immer dabei, du musst nicht auf irgendjemand warten oder so. Das flutscht einfach, das kann man mal schnell runterreißen, das Spiel. Als Absacker oder als Starter oder zwischendurch und dreimal hintereinander. Das hat eine große Spieltiefe im Verhältnis zum Regelwerk und zur Spielzeit. Da ist viel los, da passiert ganz viel. Und der Spielrhythmus und der Spannungsbogen, nennen wir es mal so, Der unterstützt schon dieses Thema eines Rennens, sage ich mal, um den Spielziel und das Expandieren eines Imperiums. Auch wenn es ein bisschen abstrakt so wirkt, du legst da bloß Karten hin, aber da kommt jetzt dieses Thema, das ich schon öfters gesagt habe, wer in Science Fiction ein bisschen drinsteckt, gut ausgebildet ist oder die richtigen Bücher gelesen hat oder sowas, der wird diese Grafiken und diese Bilder, die echt schön gezeichnet sind, die wird er in sich aufsaugen und wird da sein eigenes Imperium vor sich wirklich entfalten sehen. Eine Hegemonie von Planeten und Dan Simmons und Hyperion und alles und das Ganze hier bauen und Bergbauroboter und Rebellen und Imperium und neue galaktische Ordnung und alles und sowas. Da geht jeder voll drin auf. Wer natürlich nicht Science-Fiction-affin ist, der wird trotzdem da seinen Spaß damit haben, aber der wird nicht so den Genuss daraus ziehen, völlig klar. Und das sind hoffentlich sind nur das diese Leute, die dieses Spiel verkaufen, weil sie halt jetzt mit Gottes Namen Flügelschlag oder halt mit San Juan oder so ein Spiel gefunden haben, das vielleicht mehr in dem Setting stattfindet, das sie mögen. Aber Schande über alle Leute drüber, die das Spiel damals gekannt, geliebt haben und genau wissen, wie geil es ist, aber nur jahrelang nicht gespielt haben und vergessen haben, was für einen Schatz sie da haben. Ja. Aber vielleicht kommen wir mal zu den Negativpunkten des Spiels, die dann schon nicht wegdiskutierbar sind. Ich habe es ja gesagt, diese Ikonografie auf den Karten, die kann neue Spieler total überwältigen. Das Spiel jemand beizubringen, der völlig neu in dem Thema ist, das kannst du vergessen. Ja, das ist furchtbar. Mein Tipp ist da ein bisschen komisch, aber man sollte bei den Lernspielen mit diesen Leuten die Phase 4 einfach mal weglassen. Bring den Leuten nur bei, Karten zu ziehen, Planeten zu besiedeln,
Entwicklungskarten zu bauen und so. Und lass mal dieses Thema Siegpunkte generieren und Geld generieren ein bisschen weg am Anfang, weil dann kriegen sie ein bisschen den Flow mit rein. Und das Ganze dann später, ein paar Runden später, so, jetzt Phase 4 bauen wir mit ein, weil du musst ja an Karten kommen, sonst kommst du ja nicht in Karten. Und dann kriegen die ein bisschen so ein Hang-of-It sozusagen. Es gibt Leute, die wollen das Solo spielen, das ist okay, aber dazu muss man eine von den teuren Erweiterungen kaufen, das mag ein Nachteil sein. Und die Karten, also das hat, ich nenne es mal dieses Terraforming Mars Problem mittlerweile durch die ganzen Erweiterungen, es ist halt nicht immer der gleiche Zeichner auf den Karten. Und das merkst du bei vielen Karten, dass die halt vom Stil her ein bisschen in Bruch haben. Die sehen meistens sehen geil aus, das passt ineinander, aber manchmal haben die Karten so eine ganz andere Look. Und mich persönlich stört das immer so ein bisschen. Können Leute sein, dass das nicht so ein Problem ist. Aber da ich es halt bei Terraforming Mars halt als Kritikpunkt angeführt habe, muss ich es natürlich jetzt hier auch sagen, sonst gibt es wieder dumme Kommentare, böse Kommentare, zu Recht böse Kommentare in den Leisten unten, aber ich muss mal gesagt haben. Jedenfalls, hey Leute, Race for the Galaxy, das war der geile Scheiß damals. Und das ist immer noch ein gutes Spiel. Wenn man das auf den Tisch bringt, das läuft immer noch, das ist immer noch super und elegant. Und wer irgendwelche Eier von Vögeln legen will, der sollte es tun. Aber trotzdem muss er dieses Spiel, das kann man nicht verkaufen. Ja? Also es geht nicht, das muss da sein. Falls irgendwann mal die Bomben fallen, naja, und wir alle in unseren Kellern wohnen oder sowas, dann wird man froh sein, dass man dieses Spiel noch im Regal hat. Weil so ein bisschen so Spinnen über Weltenimperien im Weltraum und so, das kann man dann immer noch, wenn es oben aber schon lange keine Vögel mehr gibt oder so. Ja, das ist völlig klar. Das ist doch das Wort zum Sonntag. Von daher spielt wieder mehr Race for the Galaxy oder von mir aus einer der Ableger. Und auch zum Thema nochmal Beibringen der Regeln. San Juan ist ja Race for the Galaxy mit Zigarren und Zuckerrohr und so Sachen und ist ein bisschen einfacher. Also wenn man das Spiel Leuten beibringt und sie wissen, wie das dann geht, dann kann man mit denen dann auch, habt ihr Bock auf Science Fiction, na, zu Race for the Galaxy springen und sie kapieren es dann schneller. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich hätte. Das kann man machen, tut es, aber um Gottes Willen verkauft doch dieses Spiel nicht. Ihr bekommt da eh kaum Geld dafür, weil es mittlerweile neu aufgelegt wurde. Und B, es ist ein geiles Spiel. Ihr müsst euch nur mal trauen, das wieder auf den Tisch zu legen, anstatt ständig den neuesten Kickstarter zu kaufen oder das neueste Spiel, das die Mechanik wieder aufwärmt, anstatt einfach beim Klassiker zu bleiben. Ne? In diesem Sinne, macht's gut und spielt mehr Klassiker. Tschüss.